brandneues Blind Date. Mit dabei Kevin wieder als Wingman. Das ist Warum sieht Kevin aus wie ein obdachloser Vollasozialer? Bro, what? Plattes Manager und ein guter Freund von mir. Und oh nein, Papa Plattes Manager ist verrückt. Datet heute 7 Boys gleichzeitig. Hinter dem weißen Vorhang stehen 7 Jungs. Jeder ein anderes Outfit, jeder eine andere Persönlichkeit. Jede Runde fliegt... Warten, Kevin wird hier managed von den Schwulen? Na, kein Wunder, dass der so links ist, wa? Den Teig mir an einer Hand abzählen können, ja, wusste ich vorher. Einmal raus. Und der Vorhang geht nach und nach weiter nach oben, denn am Ende bleibt nur einer übrig. Jawohl. Stell dich doch mal vor. Ich bin Mike, ich bin 26 und ich suche die große Liebe. Und ich habe den dabei. Hi, ich bin der da. 3, 2, 1. Was sind deine das sind ja nur Typen jetzt. Da gibt's ja für mich ja nichts zum Kicken. Okay, also erstmal, lass uns mal die Schuhe angucken. Okay, Bro. 1 ist basic, würde ich sagen. 2 ist ja wohl anders geil. 3 ist ja wohl anders geil. 4 kann raus, Bro. Das sind Puma-Socken mit Nike-Schuhen. 5 kann krass kommen, das kann edel sein, das kann edel sein. 6 ist sehr basisch und 7 könnte auch sehr cool kommen. Ich glaube, die 2 hier sind nicht vegan, die Schuhe, juckt aber. Und 3, ich glaube, mein Favorit Colorwise und so ist auch 2 gerade. 2 ist jetzt mein Favorit, wenn wir nur die Schuhe sehen und Hose. Das Gute ist, ich habe auch dreckige Schuhe an, deswegen ist es nicht schlimm. Ich habe eh nur dreckige Schuhe. Mhm. Aber ich muss sagen... Ich finde kein Schuhpaar krass. Okay, sorry, Bro. Ich bin nur graue, vollgeschmallte Dampf an und sagt, er findet. Nein. Bro, ist das Audio AI-enhanced? Keine Schuhe krass. Ja, also ich muss sagen, es gibt auf jeden Fall ein paar, was ich so semi-cool finde. Ja. Ansonsten gibt es viele, die ich so mittelcool finde und ein paar, die ich cool finde. Was findest du nicht so cool? Ich muss sagen, ich bin nicht ganz so Fan von Nummer 6. 6. Aber das ist, glaube ich, so ein Personal Preference Ding. Ich mag diese Art Schuhe einfach nicht. Ja, finde ich auch kacke. Nike-Logo mit dem Orangen durchgestrichen. Und das Ding ist, ich finde ich, glaube ich, sogar noch mit am besten. Oh. Was? Ja. Nein! Bro, Mikey hat doch wohl Geschmack. Da bin ich ja der perfekte Wingman heute. Mikey hat doch wohl Geschmack. Da ist halt bei der Nummer 5. Ja, so schickere halt. Bei der Nummer 5 ist halt sehr interessant, also sehr wichtig dann auch, wie das Outfit passt. Ne? So, ja. Weißt du, was ich meine? Das könnte. Aber der hat schon so eine schwarze Anzughose. Also Nummer 2 ist wirklich heller fresh. Das sieht schon fresh aus. Aber die pinken, sind das Sambas? Ja, ich glaube. Ja. Okay, sind aber auch geil. Finde ich auch sehr fresh. Ja? Ich finde, das sind die freshsten hier. Ja, die find's am besten. Nummer 2 sind die krassesten Schuhe. Was ist so? Ihr seid einer Meinung. Voll cool. Ja. So, okay. Aber das sind, ja, ich finde die schon sehr krass, ja. Ich finde die auch schon sehr krass. Dritten Anlauf. Sehr gut, Die sind schon sehr böse, Bro. Okay, habt ihr eine Frage? Erste Frage, ob die Kevin-Viewer sind? Bro. Nein. Zweite Frage, Alter. Und dritte Frage. Bruder, du musst eine Frage stellen. Du kannst nicht. Bro, das ist eine Katalog. Das ist eine Kombi-Frage. Kevin-Viewer, Alter und ob sie Top oder Bottom sind. Oder Verse. Okay, das ist quasi so eine Vorstellungsrunde. Genau. Okay. Warte. In der Vorstellungsrunde. Okay, Chat, was seid ihr? Chat, seid ihr Top oder Bottom? Nein. Jungfrau. Bottom-Fragger. Virgin. Bottom, ganz klar. Aha. Kandidat 1. Dein Alter, Kevin-Viewer und Top oder Bottom? Oder ich bin Kevin Viewer, ich bin 23 und ich... Nein, raus, er rollt das R. Raus, er rollt das R. Okay, sie ist eine fucking 100 von 10. Sie ist ein geiles Stück Müll mit einem geilen Arsch. So, zeig dir, wie es ist. Aber sie rollt das R. Bro, weg! Das geht nicht. Sagen Bottom. Okay. Willst du es... Okay. Nee, das ist so... Könnte ich mich nicht mit anfreunden. Kandidat 2. Ich bin 31, ich werde 32 und ich habe keine Ahnung, wer Kevin ist und ich bin Bottom. Die da 3. Oh, der, oh, ja, krass. Also ich bin 19, ich bin auch Kevin Viewer und ich bin Bottom. Kandidat 4. Ewa. Hat der Ewa gesagt? Also, ich bin 20. Es ist bei jedem heiß. Nein! So, weiter geht's. Ewa. Also, ich bin 20. Ich bin leider kein Kevin Viewer und ich bin Verse. Also 2 und 4 kein Kevin Viewer. Nummer 5? Ja, ich bin auch kein Kevin Viewer. Ich bin 24 und ich bin Verse Top. Und kann weißt du, was das heißt? Nee, das wollte ich gerade fragen. Ich wollte die Jungs nicht... Das ist Switch, oder? Ja, das dachte ich jetzt auch. Ja, Switch. Verse ist so Switch. So beides ja. Und Verse Top ist so Verse. Beides, aber mit Fokus auf. Tendenz auf Top. Ja, okay. Oh, ja gut, ich bin ein verf***tes Einhorn. Ja, die denken sich ja alle schlecht aus, wa? Was soll das sein? Bottom. Es gibt's männlich und weiblich gibt's. Schau ab und zu mal rein in die Videos. Bin Verse und 21 Jahre. Und 7? Ich bin kein aktiver Kevin-Zuschauer. Ich bin 24 und ich bin Verse. Der hat die kranke Stimme. Und was bist du?
Ich bin leider auch Kevin Viewer. Ich bin 26 und bin auch so Verse. Legit, kannst du dich erinnern, was die anderen mal gesagt haben? Nee. Ich bin weiß, raus, ich bin wirklich... 2, 4, 5, 6 und 7 sind keine Kevin Muir. 2, 4, 5, 6 und 7. Also was bist du, Fefe? Hat auf jeden Fall eine hotte Stimme. Ich mach richtig alles mit, was geil ist. Zeig dir, wie es ist. Ich fand den Ewa krass. der Ewa Voice Crack, den fand ich wild. Boah. Ja, Ewa, das wäre aber für mich so ein... Das wär, irgendwie ist es lustig, aber irgendwie ist es auch mad cringe zu sagen Ewa. Ey, das ist echt schwer jetzt. War der Ewa Voice Crack... Die 4, glaube ich. Mit den 4, ja. Das Problem ist, 4 sind die hässlichsten Schuhe. Ich finde... Findest du? Ja. Okay. Nee. Also, okay, ja, aber halt, ich würde... Also ja, die sind wirklich potthässlich, das stimmt. Aber ich glaube, 4 liegt daran einfach daran, dass die Socken auch so wirklich absolut misfitting sind und keine Hose vorne ist, also er ist einfach nackt dahinter. Aber ich finde, das hier ist... Wir verletzen es jetzt so gemeinsam. Nee, aber 4 sind die hässlichsten Socken. Bruder, die Socken scheißen crazy rein. Ja, oh. Ja, okay. Die Socken sind es leider nicht. Ja, das ist für mich. Das ist halt eine sehr subjektive Sache offensichtlich. Ja, natürlich. Aber ich glaube, 4 finde ich die hässlichsten Schuhe. Beziehungsweise... Geht, finde ich, geht. Was würdest du sagen? Wie findest du die Schuhe von Kevin? Boah. Mann, ja, auch die 4. Ich sag ehrlich, ich ficke null mit diese Salomon. Scheiße, ja. Was werden jetzt eine andere Antwort geben? Ja, ich fick damit nicht, aber die stehen ihm halt. Guck mal, die sind an sich nicht kacke, okay? Die sind an sich nicht kacke. Wirklich nicht. Ich mag das Outdoorige mäßig, okay? Tackige. Aber die sind von Salomon und da steht fett Salomon drauf. Auf der anderen Seite. Irgendwo steht das richtig eklig fett drauf. Das ist es doch nicht. Ich weiß nicht. Oh, damn. Also 4 raus? Ich glaube, ja. Ja, komm. Oh, okay, dann Kandidat 4, du kannst jetzt hervor. Also ja, wären sie, wenn sie nicht von Salomon wären oder wenn die einfach sich dazu entscheiden, Salomon ein bisschen cooler zu branden, Bro. Das ist so, als würden Leute jetzt in unserem Alter so sagen und mit unserer Subkultur, Dicker, also die neue Jack Wolfskin-Jacke, die ging wirklich anders, BHD, Dicker. Das war richtig krass. Nein, also wirklich, ja, okay, das ist, den Schuh, da fick ich hart mit. Aber warum steht da Salomon drauf? Salomon, boah, das klingt wie ein... So ein Endgegner aus Herr der Ringe, Bro. Wir müssen zum Turm von Salomon. Und dann da noch Salomon Lab 5 mal rauf. Dicker, das ist so, als würde da Fett Kangaroo Supershoes stehen. Komm. Ewa! Ewa, Figurta, Hinselwaff, was geht ab? Dankeschön. Ich küsse auch dein Herz. Dankeschön. Und er hat halt diesen Double Eyebrow Cut, man. Sorry. Ist immer viel fresher. Ja. Jetzt machen die Schuhe halt übel Sinn. Findest nee. Du? Hey, ja, finde ich schon. Findest die Schuhe machen ja... Nein, ja, also, finde ich nicht. Ich finde das ein übelst hübsches Gesicht. Das muss ich einfach mal sagen. Ich küsse doch dein Herz, du bist auch voll hübsch. Warum hast du ihn rausgeworfen? Ja, wo ist mein Herz? Komm, geh wieder hinter die Wand. Digga, wie süß das einfach alles ist, oder? It's okay. Was hältst du von Mikey? Ich finde dich, to be honest, really sweet. Ich mag deine Tattoos. Ich habe auch Tattoos. Oh, das ist cool. Du hast richtig nice Augen. Ich liebe helle Augen. Digga, es ist so eine mausige Angelegenheit. Man, Real Ram, guck mal, selbst beim Offboard, guck mal, wie er grinst. Ich liebe deine Tattoos. Ich liebe deine Augen. Schön. Du bist so eine Maus. Oh, danke. What the fuck going on? Es ist wirklich mausig. Mhm. Dankeschön. Deshalb. Und tut mir so leid, du hast ein richtig schönes Outfit, oh mein Gott. Ja, alles gut. Guck, das ist übel, Arsch. Warum mache ich mit? Du musst so Gefühle verletzen. Mikey, wir sind nicht nett. Du musst jetzt gehen, Leute. Alles gut. Das ist so der Herz. Ja, der macht so! Dicker. Ciao, ciao. Wow. Okay, ich bin gespannt. Ich bin richtig froh, dass ich Mikeys Kumpel sein darf. Ehrlich. Aber war das so dein Type oder nicht so? Es ist okay, mein Type, weil das Problem ist, ich will weg von diesem Type-Ding, ich will weg von diesem, dass ich dich. Ich öffne mich. Ja, toll. Ich verstehe. Aber wirklich ab 25 ging mein Leben los. Nein, das Ding ist, ich will wirklich. Das wird man nicht los. Von diesem Type-Ding, weil ich glaube, Persönlichkeit ist viel mehr wert. Bro, das ist wirklich so. Das ist crazy. Das ist wirklich so. Jetzt wird's wild, Bruder. Schnell, lass uns in die nächste Runde gehen. Okay, nächste Runde. Hey, Valid. 3, 2, 1. Okay. Hey. Okay. Wow. Yeah. Boah, jetzt kann man sich schon mehr drunter vorstellen. Ja. Very different. Okay. Welches Outfit findest du am krassesten? Oder ihr? Also 2 heavy, Bro. Krass und dann halt in der Kombi mit den pinken. Ich hätte genau das, ich hätte dasselbe gesagt. Ich finde, vor allen Dingen bei der 2 gehen die Ringe unfassbar hart. Mhm. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Sag mal. Krass. Ich finde, Ringe gehen crazy hart. Ich finde, ich kann noch nicht so ganz... Das ist wirklich basic, ne? Das ist hier auch, der ist halt 5 Meter groß, der Typ. Das ist auch dope. Ich glaube, am meisten 2. Ich kann mir vorstellen, was noch so oben passiert, so. Aber ansonsten finde ich, dass die Nummer 2 ist sehr hart, finde ich. Nummer 4 ist riesig, oder? Ja, glaube ich. Ja. Nummer 4 sieht riesig aus. Nummer 4, wie groß bist du? Ich bin 1,92, ohne Schuhe. Okay, krass.
Also mit Schuhen dann so 1,94, 1,95. Aber du meintest gerade eben eigentlich auch gut, jemanden zu haben, der so größer ist, auch, der dich umschlingt. Wie groß ist Mike? Aber war eigentlich Bottom? Also hat er. Nee, Worst Top. Exactly. Ja. Was haltet ihr von Nummer 6? Der sieht ja crazy aus. Die Hose ist krass. Finde ich nice. Ich bin kein Fan von, was ist das, Converse, ja, ne? Ja. Aber er hat so ein Naruto-Armband, was Big Up ist. Oh, okay, weil du auch ein Anime-Maus bist? Ja, weil ich auch ein Anime-Maus bin. Also Naruto... Ach, Bro, der steckt dir so Shurikens in den Arsch und sowas. Vor 10 Jahren? Nee, da bin ich, glaube ich, raus. Vor, das letzte Mal vor 7, aber... Könnte man wieder auflegen. Aber ich sag ehrlich, die Schuhe passen zu dem Outfit schon dumm rein. So grungy, weißt du? Das ist schon geil. Mal wieder aufleben lassen zusammen. Okay, hast du eine Frage? Ja. Habt ihr Sport? Wenn ja, welchen und wie lange schon? Kandidat 1, machst du Sport und wenn ja, welchen? Ich habe früher lange Fußball gespielt und jetzt halt Gym. So zweimal die Woche. Ab ins Gym, Alter. Schaffe ich leider nicht öfter. Ich versuch's. Ja, du machst doch deine, wie viele willst du in dieses Jahr machen? Lass uns bitte nicht drüber reden, okay? Ich habe mir tatsächlich von Mike dieses 1 von 150 habe ich geklaut, aber auf 120 reduziert. Ja, ich hatte ja letztes Jahr 100, die habe ich nicht erreicht und dachte dann dieses Jahr, dann mache ich ja 150. Kandidat 2, was machst du für einen Sport? Bin auch im Gym, sonst gehe ich da super gerne zum Spinning und... Warte! Was ist Spinning? Ich bin so 4-5 Mal die Woche im Gym dann. Was genau ist Spinning? Spinning ist also so Cycler, da läuft coole Mucke und dann bist du auf dem Rad und machst mit dem Fersen. Wollen wir eine Runde drehen, spinnen, eine Runde drehen, wisst ihr? Den Beat. Und ah, das Soul Cycle. Du fährst mit dem Beat. Du fährst halt echt nach dem Beat, das macht so Bock. Und mit einer riesigen Truppe, dann motiviert man sich auch gegenseitig. Okay. Genau. Ich glaube, ich kenne 2. Also bei mir ist es sicher, ich kenne 2. Echt? Ja. Oh nein. Das ist auch so schwer bei dir. Ja, okay, sorry. Ja, ich weiß auch, du Hure bist. Als wir hierher gefahren sind, meine ich zu Mike, ich wette, du kennst alles. Ja. Oh nein. Den ersten kann ich noch nicht. Okay. Er hat Sophie eine ganze Liste geschickt, so die auf gar keinen Fall. Das und stimmt. Die kenne ich alle. Ich habe zwei Profile geschickt, wenn überhaupt. Zwei? Digga, er hat einfach bei einer Dating-Folge wen geblacklistet? Bro, das ist ein kalter Move irgendwie. Aber dann kommt der hier. Okay, Kandidat 3, was machst du für einen Sport? Also ich gehe auch ins Gym, jetzt nicht so regelmäßig, wegen Arbeit, aber sonst gehe ich halt noch 3-mal die Woche tanzen. Er ist eine nervöse Maus. Eher so Hip-Hop, aber eigentlich lebe ich mich da voll aus. Also gerade bin ich eher so im Jazz-Bereich tatsächlich. Hast du so ein paar coole Moves? Nee, ich bin echt nicht so der Freestyler. Ja. Also ich bin eher so derjenige, der so die Choreos lernt und dann halt eben Auftritte hat mit dem Team. Meint ihr, der hat schwitzige Hände gerade oder? Halt solo. Ich finde das immer so cringe, wenn Leute sagen, ja klar, hau ich dir einen Move raus. Dann ja. So. Ja, real talk. Dann lieber das sagen, weil jetzt können wir uns mehr darunter vorstellen und dann ist gut. Ja. Aber krass, Auftritte, macht ihr auch so Wettkämpfe oder wo trittst du auf? Ja, genau. Wir haben so... Ich weiß nicht, so alle 2 Monate oder so immer einen Wettbewerb und dann fahren wir halt immer durch Deutschland. Oh, der hat auch so eine... Wow. Okay. Hey, cool. Okay, Kandidat 4. Ich bin auch eine Weile aktiv ins Gym gegangen, aktuell eher weniger, weil ich mit dem Studium und der Arbeit viel zu tun hatte, aber ich habe auch vor, das wieder aufzunehmen. Kandidat 5. Der hat wirklich eine coole Stimme auch, ne? Ich gehe 4-mal die Woche ins Gym und das schon seit ich 15 oder so bin. Ja, also könnte ich dich auch eingeschätzt. Hast du ihn nackt gesehen? Oder? Nee, aber weil er so ein Typ ist, finde, mit dem Style und so. Ich finde, Nummer 5 gibt mir so Vibes, als würde er so Ader, also so Bilder von seinen Händen mit den Adern so verschicken. Bei Snapchat. Aber hot. Ja. Okay, gut. Ja, gut. Dann haben wir das. Okay, gut. Kandidat 6. Ich gehe auch ins Gym und seit diesem Jahr jetzt auch wieder so 4-mal pro Woche. Ui! Das ist wirklich gut. Wie oft du? War lange nicht mehr. 3-mal die Woche ist vollkommen alt. Sorry, Digga. Ich war auf Bali 2 Wochen und da war ich was? Du warst vor einer Woche noch auf Bali. Ja, aber ich war vor 2 Wochen das letzte Mal im Gym. Und dann habe ich die Tattoos bekommen. Oder das Bali-Ding war voll unnötig. Ja. Sag einfach, du gehst 2-mal. Nein, Mike geht 2-mal die Woche. Bumm. Nein, ich versuche 4-mal die Woche. Aber du gehst ja, aber du schaffst es ja aber nicht. Du versagst ja kläglich leider. Mikey, du versagst ja. Du scheiterst ja leider. 3-mal die Woche. Versager leider. Gehst du oder gehst du? Nee, ich gehe 3-mal die Woche. Sollen wir nachgucken? Ja. Eh nicht. Okay, basierend auf diesen Antworten, kannst du schon jemanden rausvoten? Kann ich kurz was sagen, bevor du jemanden rausvotest? Jemanden, den ich drin haben wollen würde. Okay, wen möchtest du drin haben? Ich finde Nummer 2 hat so die, das hat mir so die aktivste Antwort gegeben. Aha. Ich weiß nicht, das fand ich irgendwie so... Ja, Mutterficker ist auch einfach fresh as hell. Also Nummer 2 wäre tatsächlich die erste Person, die ich jetzt theoretisch rauswähle. Kannst du eigentlich noch eine Chance geben? Ich mag Nummer 2 sehr, aber ich glaube, ich würde Nummer 2 nicht daten. Okay, ja, okay. Ich weiß nicht, also wir haben uns halt schon kennengelernt und da war es halt nie so der Vibe.
Aber weil du auch immer einen Type hattest. Warum kennt er den dann? Hä? Jetzt willst du aus deinem Type raus. I know. Hör auf dein Herz, Mikey. Ich glaube, also auch wenn es mir extrem leid tut, weil ich ihn wirklich gerne habe und es war wirklich lustig, die Male, die wir zusammen saufen waren, unterwegs waren und lustige Aktivitäten. Ja gut, aber dann, wisst ihr was? Kevin ist halt Wingman und dann muss Mikey auch ein bisschen auf Kevin hören irgendwie, oder? Hätten unternommen haben. Sonst ist ja unnötig. Aber ich glaube, ich würde nochmal zwei rausnehmen. Okay, dann kann ich. Da bin ich ja richtig geiler Wingman gewesen. Ja. Bis jetzt läuft ja richtig. Macht richtig Sinn. Danach kannst du eine Frage stellen. Okay. Was? Nein. Doch. Nee. Doch. Warum? Ja, Kevin regelt das für dich. Kandidat Nummer zwei, du kannst jetzt. Raus mit die zwei. So, und? Hallo. Ja, unglaublich großes L, was er da getaked hat. Oh. Dummer Offroad. Ja. Wow, das war eine intime Umarmung, Bro. Du hast so leid. Wir haben ja schon gedacht, er könnte richtig. Ja. Na, du? Das Ding ist, an der ersten Antwort habe ich es nicht erkannt, aber als du dann der zweiten mehr geredet hast. So tiefer zu reden, aber es funktioniert nicht. Ist ja scheiße. Ja, sehr frisch. Aber ich liebe die Haare. Ja, sieht richtig geil. Gut aus. Und die Decke fesselt, Leute. Oh nein. Die Decke. Die da, genau. Nee. Ja, das ist ein freshes Outfit, Bro. Geile Haare. Das ist ein crazy Outfit. Sieht fresh aus. Wirklich hart mit. Es tut mir richtig leid. Wo kennt ihr euch? Vom Feiern. Feiern? Ja. Schampenstraße. Nee. Oder? Nee, wir waren zusammen auf Luke's Festival. Luke's Festival letztes Jahr im Sommer. Das Ach, Modonien, Festival, ne? Odonien, ja. Das war das, stimmt. Da habe ich das Tattoo gemacht, warte. Da habe ich das Tattoo gemacht und das. Okay. Was denn? Erwähnen. Na gut. Cool, dass du da warst, auf jeden Fall. Aber ich hab dich lieb. Boah, das ist wirklich eine süße Angelegenheit hier, ne? Dankeschön, da ist bestimmt noch irgendwas Cooles dabei. Viel Spaß noch. Tschüss. Oh, jetzt Kevin, ne? Ja. Soll ich eine Frage stellen? Findest du so schlimm? Also, er kennt dich halt gut. Ja, aber halt jetzt nicht so auf den Dating-Part. Ich weiß nicht, was so... Nee, ich erzähle ihm immer nur, wann ich Sex hatte und wie es war. Ja. Und der ist halt ein Engfreund. Ja. Aha, okay, na gut. Also ich sag mal so. Was ihr macht, versucht nicht in Mikes private Instagram-Story zu landen. Nein. Das ist besser als jede Reality-Show. Wirklich. Ich find's so gut. Das ist crazy. Okay, dann stell du mal eine Frage. Du kannst danach noch eine machen. Ja, ehrlich, auf jeden Fall. Also das... Wie stellt ihr euch ein perfektes Date mit Mikey vor? Richtig langweilig. Süß. So das erste, so, ihr habt so ein erstes Date. Ist so egal, das ist die erste Regel. Mikey hat keine ersten Dates mehr. Alles, was Mike jetzt datet, sind immer die zweiten. Das ist einfach so. Eine Stani-Frage, aber ich finde, man kann gut daraus so lesen, was für eine Person das ist. Na, wäre mir nicht so, sicher. Versucht wirklich ehrlich zu antworten. Ihr müsst jetzt nicht euch irgendwas ausdenken, so ultra, sondern so irgendwas Realistisches. So, was man wirklich auch machen könnte. Also so, wir fliegen nach Paris und... Hat das dein Buddy-Count, Mike? Na, wie viele schwule Einwohner hat Köln? Ist die Frage. Ja, ist die Gegenfrage. Okay. Nicht? Nee. Eins, wie stellst du dir dein erstes Date vor? Boah, ich bin da mehr der Typ. Oh, hier ist noch eine offene Cola. Ist noch Kohlensäure drin? Ja. Essen gehen, dann siehst du da schon, ob es passt. Dann kann man danach noch einen Spaziergang durch die Stadt machen, sich vielleicht irgendeinen nicen Spot suchen, bisschen quatschen, so, dann merkst du ja, yo, ist geil oder... matcht überhaupt nicht und danach kannst du dann immer noch entscheiden, ob du dich wieder siehst, aber ich würde da jetzt nicht so die Riesengeschosse auffahren. Woher kommst du? Aus Nürnberg. Ja, warte, bist du aus Nürnberg hergefahren? Ja, wir sind 5,5 Stunden gefahren heute früh. Ey, das ist voll unfair. Stell dir mal vor, ich vote ihn jetzt irgendwann raus und... Hey, das ist voll okay. Hey, komm, na gut, das hätte er nicht sagen sollen. Cute. Stunden. Ja, 5 Stunden ist crazy. Wow. Okay. Okay, Kandidat Nummer 2. Also ich bin voll der Picknickfreund. Also ich mag es sehr gern im Park zu chillen. Mhm, okay. Und wenn es dann eben passt, hätte ich gesagt, abends irgendwie eine Bar. Das beste Date, was man machen kann, muss kochen sein. Mir fällt nichts Geileres ein als kochen. Es ist egal, welche Jahreszeit. Es ist halt basically egal, welches Gericht. Es ist unglaublich geil. Gehen oder so. Ja. Süß. Machst du Picknicks? Du hast Picknicks? Wer hasst denn Picknicks? Mike, wir finden niemanden für dich. Digga, wer hasst denn Picknicks, Alter? Was ist das denn? Was ist das denn, Bruder? Guck, also, kurz Situation. Du musst eine Decke mitnehmen, du musst Zeug mitnehmen, dann fällt dir irgendwas auf, was nicht mitgenommen ist, dann musst du den nächsten Kiosk suchen oder zu irgendeinem Ding gehen, dann ist Sonntag, dann kannst du nichts kaufen, dann ist die Decke zu klein für 2 Personen, dann ist die Decke komplett... Ja, Bro, oder man guckt einfach vorher, dass alles passt. Dreckig. Blast, dann sagen, oh, that sounds like a you problem. Das ist richtig konstruiert. Willst du sagen, du overthinkst Dinge? Oh, ich weiß nicht. So. Nee, Mann, ich fand Picknick finde ich stark. Ja, ich finde es auch übersüß. Aber gut, das ist anscheinend nicht deins. Okay. Okay, Kandidat Nummer 3. Ja, also ich finde irgendwie cool, wenn man zusammen was Spannenderes erlebt. Also ich finde zum Beispiel so ein Escape Room oder sowas mega gut. Nein, Bro, nein. Vorstellen. Nein, kein Escape Room. Stellt euch vor, ihr vibet nicht, ihr seid eingesperrt in einem Raum.
weil das, glaube ich, auch was ist, wo man so sich so ein bisschen zusammenschweißt und auch guckt, wie man so als Team ein bisschen funktioniert. Ja, und wenn es nicht klappt, dann seid ihr gefickt, Bro. Dann kommen die Wände, ihr werdet einfach zerquetscht. Und abends dann noch irgendwie gemütlich was essen, weil nach 2 Stunden hätte ich sowieso Hunger. Mhm. Stark. Bin ich auch stark. Ja, ist stark. Na gut. Ja, ich hab denn jetzt Escape Room? Muss ich erstmal verdauen. Jetzt ist Escape Room das. Zusammen Philo-Stream schauen, Bro. Meint ihr, die Leute hatten schon mal Sex, während mein Stream lief? Egal ob auf Mute oder nicht. Problem oder ja, was? Ja, safe. Warum bist du der Erste? Nein, Philo, warum bist du die erste Person, die darauf antwortet mit ja, safe? Digga, Escape Room ist auch über. Digga, ich geh mit 2 und 3 auf den Day. Lass die dritt. Wir gehen zu dritt picknicken, Alter, und dann machen wir Escape Room. Was ist das denn für eine Scheiße? Na, guck, Escape Room? Du kannst ja selber eine Situation. Ich wusste, Kevin, dieser Patterklatte ist schwul. Ich wusste direkt, was macht denn da bei diesem Date? Mit LGTV? Was soll der Scheiß? Er sagt ja, es macht mit Date, dicker Hölle. Stell mal vor, nach 10 Minuten fällt dir auf, Digga, die kann gar nicht kommunizieren. Ah, okay. Du bist da geisteskrank am Sack, die fuckt dich nur ab, die Person. Aber es ist eine lustige Story dann. Ja, und du kannst ja auch selber ein bisschen dann so dran arbeiten. Ja. Boah, aber ich fühle ein bisschen, was Mike sagt, das stimmt schon. Stell dir vor, du hast wirklich so eine richtig hohle Person vor dir. Ja. Ohne, dass ich das jetzt werten meine. Also. Oder jemand, der die ganze Zeit mit Themen abfuckt oder so. Ja, so, und du willst gerade lösen irgendwie dieses eine Rätsel und der checkt es gar nicht, obwohl es mega auf der Hand liegt. Ja. Boah, das wird mich so abfucken. Ja. Was zieht eine Lokomotive? Keine Ahnung. Wagen, Waggons, ist Streitwagen oder wie? Ist verkehrt, keine Ahnung. Keine Ahnung wirklich. Dicker Mutterficker, 22.000 Kanalpunkte bei Max Pro. Feierabend. Ja, stimmt. Boah, das check ich. Aber an sich ist Escape Room übelst geil. An sich ist Escape Room so für dritte, vierte, fünfte. Das stimmt, das ist eher so ein zweites, drittes Date, ja. Kandidat 4. Wo würdest du auf ein Date gehen mit Mikey? Was Entspannendes machen, wie in die Bar oder erst essen gehen oder so. Das ist deins, oder? Ja. Ist der Klassiker halt, ne? Also so, da ist nie was verkehrt, finde ich so. Aber ist auch voll unfair, weißt du, du sagst so, hey, sag... Da habe ich schon, Prinzipien. Dann so zwei Sachen komplett weg und der sagt dann so, ja, Randterrassen und ein Bier oder so. Ja, das stimmt schon, aber ich meine, man checkt ja trotzdem den Vibe von der Person. Ja. Okay, Kandidat 5. Auf welche? Ich sag Date sowieso hella weird, wenn man nicht schon mindestens ein bisschen Freundschaftsebene miteinander hatte. Nee, das würde ich nicht sagen. Welches Date würdest du mit Mikey gehen? Ich fände es ganz cute, wenn wir zusammen kochen würden und dann einfach schauen, wie der Vibe ist, einen Wein trinken und dann schauen, ob man eher noch einen Film schauen will oder ob man auf den Balkon geht und ein bisschen Sterne guckt. Cute. Was? Ist cute, ja. Was ist dein Anfang? Ja, meine hat wieder weirde Handbewegungen gemacht, Digga, ist egal. Was heißt das? Sex. So, ja, das ist so das perfekte, danach hat man vielleicht Sex-Date. Also einmal ist es geil, finde ich, weil wenn es nicht so 100% direkt vibe, dann kann man so die ganze Zeit reden. Das heißt, man kann was sagen wie, kannst du mir mal die Zwiebel geben oder so. Nein, no joke, aber das sind so Lückenfüller. Ja. Ist immer ein gutes Date, finde ich. Ja. Kannst du mir mal die Zwiebeln geben? Mein Bruder, du weißt, was ich meine. Ja, und du machst halt die ganze Zeit, du musst nicht die ganze Zeit quatschen. Es geht immer um irgendwas. Auf einmal ihre Augen drehen, weil die Zwiebeln da sind, dann schlägt man ihr in eine Fresse und dann ist alles gut. So aber erstes Date zu Hause ist schon risky. Ja und nein. Also... Muss jetzt nicht unbedingt sein, aber also ich wüsste jetzt nicht, in welchem Ghost Kitchen man sich einmietet, um zu kochen. So, das muss schon zu Hause passieren irgendwo. Ich bin ganz groß Team Picknick, aber da ist ja Mikey raus irgendwie, warum auch immer. Ich sag ehrlich, ich glaube, ich finde das Restaurant-Ding stark. Wer hat Restaurant gesagt? Ich glaube 1 und 4. Mhm. Oder? Das waren Rheinterrassen. Als Female bei einem Dude habe ich immer Angst beim ersten Date, not gonna lie. Ja, ich meine, ich kann es verstehen. Und eins habe ich vergessen. Restaurant und spazieren gehen war es, glaube ich. Ah, ja. Und Nummer 5 fand ich auch sehr stark. Also ich glaube, 1, 4, 5 sind meine Favoriten, so jetzt based von deiner Reaction, die du auf die jeweilige Antwort gegeben hast. Krass, die beiden, die am kreativsten waren, sind einfach raus. Ja. Das ist so frech. Das ist Mike. Ja. Das ist herzlich willkommen. Picknick finde ich aber auch lame, Bro. Picknick ist lame. Es liegt nicht an euch, es liegt an Mike. Wir gehen Bier trinken. Picknick ist lame. Eher so, Picknick, Escape Room, ich überleg mir was. Ja, was soll ich tun? Hä? Okay. Okay, ich glaube, du wirst Picknick rauswählen. Picknick ist lame. Ja. Nee. Bro, das ist überrascht. Das ist wirklich wild, bei einem Dating-Format rausgeworfen zu werden, weil man gesagt hat, erstes Date picknicken. Bro, das ist crazy, wirklich. Also, dann machen wir es. Ja, so. Tut mir leid. Tja. Kandidat 2, du kannst jetzt hervorkommen. Und? Hallo. Hallo. Hi, hallo. Alter! George! Oh, Georg, Alter! Oh, und sie ist halt drücker. Alles gut, Alter, oh nein. Oh, die Tasche ist fresh, die hatte ich auch. Absolute Maus. Ihr seht auch alle voll cool aus. Oh nein! Oh, sorry. Ihr seht auch alle voll cool aus. Oh nein!
aus. Nein, du also auch. Mann, ich klemme mit dir auf dem Technik. Mann, ihr seid alle... Was? Mann, ich klemme mit dir auf dem Technik. Mann, ihr seid... Technik? Boah, sie hat auf einmal Sprache adaptiert, ja? Ihr seid alle voll nett, wir roasten euch die ganze Zeit. Ihr müsst doch mal vorkommen und sagen, Mike, du siehst scheiße aus. Du Wichser. Ja. Sag mal, ich will gar nicht mit dir auf dem Picknick. Ja, dann halt nicht. Ich hätte alles organisiert. Aber okay. Oh mein Gott, ihr hättet alles organisiert. Nein! Das Arsch. Das ist krass. Okay. Oh. Danke, dass du da warst. Hey, schönen Tag noch. Ciao, ciao. Och man, es ist so mausig. Ich liebe das. Ehrlich, das finde ich krass, Mike. Das ist wirklich krass. Stell mir vor, er hätte alles organisiert. Du kommst da so hin und hast da so eine Decke, hast da so Kerzen, hast du alles vorbereitet. Okay, dann ist wieder süß. Weißt du, er hätte so selbstgemachten Eiersalat noch gemacht oder so. Er hätte ja, Bro, den hätte Mike sich danach ordentlich abgezapft, den Eiersalat. Das kannst du mir aber mal glauben. Er hätte alles dabei. Er hätte Muffins. Das kannst du mir aber mal glauben, du. Er hätte so Früchte geschnitten und auf so Spieße getan. Mann. Obstteller. Mike, du hast den... Obstteller, meine Fruity Melons. Obstteller gedünstet. Fruity Peach Bags. Ich mag ja gar kein Obst. Ja, du auch. Magst du Obst? Ja. Siehst du. Ja. Oh, Scheiße. Oh, Mann. Mann, ey. Oh, Mann. Okay, nächste Runde. Ready? Ja. 3, 2, 1. Yalla. Tada. Welches Outfit findest du am coolsten? 3. auf gar keinen Fall. Das ist proportionsmäßig überhaupt nicht valide, würde ich sagen. Das coolste Outfit, was hier jetzt gerade noch steht, an sich würde ich sagen 4. 2 und 3 meine ich hier, die Atzen. Das ist klar. Ja, Mann, ich finde auch, also, ich glaube, ich finde Outfit 2 am coolsten, muss ich sagen. Aber ich finde auch Outfit 3, ich finde auch Outfit 3 ist so, das ist am ehesten Mikeys Typ halt. Ja, so. Also, passt. Wenn ich jetzt mir so ein, so, wenn ich so überlege, du hast mir ja auch ein, zwei Mal so Guys gezeigt, die du hot findest, dann hatten die so ein Outfit an. Weißt du, was ich meine? Ja. So, deswegen, ja, ich glaube, am besten zu Mikey outfitmäßig ist die Nummer 3. Oh, warte, was ist denn hier? Das habe ich mir bei Zabex, war das, glaube ich. Ihr könnt mir eine Frage stellen, die euch interessiert. Cute. Ja, das ist actually cute. Ich glaube, Noah hat das auch gemacht. Ah, okay, geil. Kandidat 1, stell Mikey mal eine Frage, die du wissen möchtest. Boah. Ja, Mann, du bist richtig gebogen. Alter, alle anderen drei haben richtig Zeit, sich zu überlegen. Und du wurdest richtig überfallen gerade. Ich komme einfach mit der, die oder das Nutella. Oh, Hölle nein, Bro. Nee, also unabhängig davon, er hätte sich alle Zeit nehmen können, Bro. Da geht's ja nicht nach Zeitdruck jetzt hier, aber warum, mach doch nicht das. Sag. Das Nutella. Okay, gut. Bro, weißt du, er hat geworfen mit der Frage, Mike hat das Ding wirklich nochmal verbuddelt. Fick dich, Mike. Okay, ja, gut. Ja, oder? Ich hätte die. Ich meine, ja, das ist Quatsch. Aber ich finde auch ehrlich, es juckt mich nicht. Es ist an dem Punkt, da juckt es mich auch einfach mir nicht. Mir ist halt auch einfach nichts eingefallen. Ja. Ja. Mann. Ja, okay, wir gehen mal zu Kandidat 2 weiter und dann am Ende hast du nochmal eine Chance. Okay, Kandidat super. Nummer 2, ich stelle Mikey mal eine Frage. Da ja Escape Room ja nichts für dich war, was wäre denn dein perfektes erstes Date? No so starke Frage. Twisted and Turn. Ich habe schon gesagt, irgendwas, was einfach spontan möglich ist. Irgendwas, was... Er ist halt echt schwul. Ach, nee, echt, Hans. Ist das wirklich wahr? Wo du einfach rausgehst, du weißt, da kannst du jetzt hin, da kann man sich unterhalten, aber auch was, wo du wieder weg kannst. Also eigentlich ist ein Kaffee am besten, mittags. Ja. Weil Essen ist auch so, du musst aufs Essen warten, die müssen kommen. Also so im Sommer quasi, Eis essen. Ja, so ein Eis essen. Also willst du quasi so eine Möglichkeit haben, auch wieder nach 20 Minuten reinzuhauen? Ja. Ganz scheiße. Ja. Oh, okay. Das ist nicht mega unangenehm. Das ist super toxisch und mega unangenehm. Ich hab da immer eiskalt durchgezogen. Dann war es mir zu unangenehm. Das habe ich auch, immer gemacht. Und das will ich nicht mehr. Aber zum Beispiel, wenn du Eis essen gehst, dann sitzt du ja meistens so draußen im Sommer. Und das geht ja auch nicht länger als 20 Minuten. Ja, Eis essen zum Beispiel. Oder ein Eis essen. Okay, check ich. Kandidat Nummer 3, was ist deine Frage an Mikey? Ist das Chat, ich hasse das alles irgendwie. Bodycount für dich Relevanz am Gegenüber? Diese ersten Sachen. Das Ding ist, also, ich bin sehr gespannt auf deine Antwort, weil es wirkt gerade so, als wäre es dir mega wichtig, aber du hast mir gerade im Auto erzählt, was dein Bodycount ist und deswegen finde ich jetzt, egal was kommt, ultra wild. Okay. Aber erzähl gerne. Ich glaube, es wäre mir schon wichtig, dass ein bisschen Erfahrung vorliegend ist. Weil ich hatte so schon rum eher. So quasi. Rum eher, weil ich hatte schon oft Leute, denen ich so Sachen lag dann an meinem Typ, aber wo ich so Sachen beibringen musste. Was läuft da für trippy so Musik im Hintergrund? So Sachen. Okay. Also, und ich will das nicht mehr. Ich will nicht mehr diese Verantwortung haben, irgendjemandem was beizubringen oder was zu erklären oder
Weißt du, das ist so. Du willst einfach jemanden, der sexuelle Erfahrung hat. Ja. Und aber du standst halt auch immer eher so auf hetero-looking-Typen. Ja. Deswegen. Ich finde aber, also hat das was mit. Das muss ja nicht unbedingt mit Bodycounts zusammenhängen, oder? Ja, klar. Kann ich auch jemanden, die 3-4 Typen gehabt haben oder weniger. Und dann so 3 Jahre Beziehung immer genau. Und dann Eherfahrung. Ja, genau. Es liegt ja nicht am Bodycount. Also spielt der Bodycount keine Rolle. Erfahrung, aber der Bodycount spricht oft für Erfahrung. Okay. Also aber würdest du einfach sagen, ist es dir eigentlich egal, aber es wäre dir schon wichtig, dass jemand so sexuell weiß, was er will und schon so ein bisschen so ein, wie nennt man das? Drive hat. So ein, ja. Okay, check ich. Okay. Die Musik ist halt doppelt im Hintergrund. Es gibt legit keine einzige Date-Folge, wo alles nach Strich und Faden läuft. Komm, also was du mir nicht sagst. Zack. Ist unter uns. Warum läuft da diese? Abgewalkt. Oh! Bro, die Cutter müssen weg. Oh, krass. Ja, okay. Ja, also er hat schon mal nichts unter 10 gesagt. Also die Reaktion war auf jeden Fall über 10. Aber guck mal, ich habe nichts anderes erwartet, oder schon? Du hast nichts anderes erwartet? Nee, ich hab jetzt... Mike, wir folgen alle deiner privaten Insta-Story. Die Nummer? Bro, alleine letzte Woche. Nein, die Nummer ist schon krass. Ja, okay. Aber deine private Insta... Alter, allein auf Bali hast du ein Highlight oder so. Oh nein. Du bist selber schuld, du teilst das mit uns. Ja, ist so. Oh nein. Anyway, Also, was schätzt ihr, was er für ein Bodycount hat? Kinder 4. Was schätzt ihr? Was wären die 3 wichtigsten Attribute, die ein Typ für dich haben muss? Selbstständig sein, schon so im Leben stehen, so wissen, was man machen möchte, nicht so abhängig sein von mir, weil da hätte ich gar keinen Nerv zu. Und auch was zu, also in dieser Selbstständigkeit was zu tun haben. Und weiß ich nicht, man hat jeden Tag irgendwas, was man machen muss, wo man hin muss und nicht so, Mike, hast du heute Zeit? Ich also meinst du nicht, dass jemand selbstständig arbeitet, sondern einfach, dass er selbstständig lebt. Genau, und was so erreicht oder was erreichen möchte. Schon so einen Alltag hat. Genau. Oder so ein Busy Day. Genau, weil stell mir vor, du datest so einen Studenten. Ja, Bruder. Ja. Keine Zeit. Ja, ist auch, verstehe ich, ja. Zweitens, Ehrlichkeit. So. Ey, richtig ausgefallen. Nein, aber da sucht keiner, also niemand sucht nach Ehrlichkeit. Ich glaube, ich verstehe seinen Punkt wirklich sehr, sehr gut. Irgendwas schon am Machen zu sein, ist schon echt wichtig, finde ich auch. Ja, würde ich auch sagen. Wichtig, weil ich auch so ein paar Mal betrogen worden bin und Ehrlichkeit ist schon, dann sagt man das. Ja, nee, finde ich eigentlich einen starken Take-Chat. Man kann probieren, das zu lösen, aber wenn ich das selber herausfinde, Bruder, wie dumm. Verstehe ich. Und drittens, ich glaube, Kommunikation. Weil das habe ich halt auch viel jetzt in den letzten 2,5 Jahren durch meinen Job gelernt. So Kommunikation ist, glaube ich, das Wichtigste, was es gibt. Und wenn jemand nicht kommunizieren kann, ist ja auch über Arsch. Ja, also, auch über Gefühle und so. Ja, alles. Ja. Also über Gefühle muss nicht immer, weil es ist, glaube ich, schwierig, sich in jeder Person zu öffnen. Und du hast deinen Bodycount? 2. Weil ich bin halt ein sehr offener Mensch, würde ich jetzt behaupten. Und ich glaube, Kommunikation ist wichtig. Süß. Eigentlich voll gute Punkte, ja. Okay, Kandidat 1 nochmal? Ich habe sogar 2 Fragen, wenn es okay ist. Fragen. Er rollt eher immer noch raus? Oder hau ihm kurz einmal auf den Kopf? Oh, hau raus! Ja, okay, nee, wir machen eine. Das Tattoo auf deiner Hand, das du dir im Urlaub stechen lassen hast, hat das irgendeine tiefere Bedeutung, oder? Nee. Okay. Ey, jetzt raus! Raus, sofort raus! Ja, okay. Raus mit 1! Mike, wenn du mich liebst, raus mit 1! Und zweite Frage? Wie stehst du generell in Beziehungen zu Rauchen, Strich, Kiffen? Oh nein. Also die zweite Antwort darf ich nicht beantworten, einfach nur, weil das hier sehr öffentlich ausgestrahlt wird. Aber zu Rauchen, wenn ich danach die Zähne putze, ist okay. Partys? Auf Partys, ja, ist egal, dass man vielleicht betrunken, das geht. Oh, nee. Okay. Aber so, stell mal vor, also andersrum, Marsha wird rauchen, du küsst dich. Ich habe keine Freundin. Solange wir hier bei diesem Dating-Format sind, wer ist Marsha? Naja, aber kann ja auch Partyraucher sein oder so. Bist du Partyraucher? Nee, das ist Quatsch, nee, Kevin. Der hätte die Frage auch stellen können, um zu checken, ob er raucht. Also das ist schon... Ich bin schon Raucher, aber ich habe es minimiert. Also wie viele Schachtel in der Woche? Also es waren mal eine Schachtel am Tag und jetzt bin ich bei 2 Schachteln. Oh, das ist gut. Ja. Also, mach mal besser. Alle rechten Fuß vor, wenn ihr Raucher seid. Ah, hast nur einen. Hast nur einen Raucher. Macht mal alle den rechten. Rauchen geht fit, na, es ist einfach paradox. Also Rauchen ist ja wirklich das Dümmste, was man machen kann. Da müssen wir uns ja nichts vormachen. Bro, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie geil das ist, wenn man so einen Anamnesebogen ausfüllt oder bei einem Arzt ist, weil man irgendwie ein Wehwehchen hat und man sagt einfach, weder trinke ich, noch rauche ich. Das ist das geilste Gefühl, weil ihr wisst, Gucci. Weißt du, wen du rausholen möchtest? Ich habe das Gefühl, ich kenne die 3. Keiner hat damit gerechnet. Ich hatte schon was mit der 3. Oh, okay. Ja, oh, okay. Ich glaube... Eigentlich muss ich mit dem Raucher gehen. Mikey steht auf Rauchen, ne? Auf den Kopf. Boah, krass. Ich fand aber auch hier wieder, die 2 hat eine sehr gute Frage gestellt. Ja. Fand ich auch.
Ich muss aber auch sagen, ich glaube, die 1 passt matcht am am wenigsten. Bei manchen Typen sieht es leider echt attraktiv aus. Ja, das sind alles, es ist alles irrational beim Rauchen. Es ist ja wirklich, also ihr raucht ja Krebs, ihr raucht ja legit einfach Teer und was weiß ich hab und gut, Bro. Ihr raucht einfach fucking 70 Krebs fördernde Stoffe in euch rein. Wie ist denn dein Vibe? Ja. Ich glaube, ich würde die 1 auch rauswählen, einfach nur wegen. Okay, ja. Kandidat Nummer 1, du kannst jetzt davor kommen. Ich bin dann aber auch auf dem. Oh. Der sieht auch fresh aus irgendwie. Der hat zwar fucked up Haarfarbe so, aber das sieht irgendwie gut aus bei ihm. Ich glaube, wir haben mal kurz geschrieben. Ja. Ja. Das war der Grund, wieso ich überhaupt, ich dachte mir jetzt erst. Okay, weg. Wichtig, aber er rollt das eher weg. So, das hat's funktioniert. Du musst so vieles Hallo sagen. Gar kein Ding. Nö, das hey, aber eigentlich schon dein Vibe. Ja, schon mein Vibe. Schon cool. Richtig schöne Augen. Dankeschön, ja. Ebenfalls. Ich finde dein Tattoo echt mega geil. Dankeschön. Der ist, wisst ihr, was der ist? Auf einem anderen Planet ist der. Viel Spaß. Danke, auch. Alter, ebenfalls. Das geile Tattoo an deinen geilen Arm. Danke. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vielleicht, du, doch, ach, Laufen kann man ihm auch abgewöhnen, oder? Schon ein bisschen dein Vibe. Ja. Mhm. Nächste Runde. 3, 2, 1. Ja, mit 1 hatte ich was. Oh nein. Warum bewerben die sich dann da nochmal? Kandidat 1, sag mal was dazu. Ab wann geht denn was harmlos? Beim Küssen, hä? Ja. Mensch. Man könnte sich doch mehr kennenlernen. Nee, ich glaube, ich habe sogar gesagt, dass ich gerade nicht so Bock habe, ihn kennenzulernen. Warum? Wegen ihm oder wegen deiner Situation? Ach, einfach allgemein. Ich bin lost. Was? Maki, aber deswegen bist du doch hier. Alles du suchst große Liebe. Hä? Ist mir auf meinen Bauch gehauen. Ja. boah. Das ist echt schwer. Hast du noch eine Frage vorbereitet? Ey. Alles klar, Kixi. Welche Frage habe ich nicht vorbereitet? Machen wir so. Würdet ihr Kinder haben wollen? Punkt. Ich wusste nicht, wie viele vielleicht. Hatten Kinder? Wie sollen das gehen? Also in Asche fickt werden, da hat doch niemand jemanden geboren. Ja, und wie viele? Ah, bist du. Okay. Ja, ist es also. Kandidat 1, möchtest du Kinder und wenn ja, wie viele? Zu jung, um mich darauf festzulegen, aber da ich mit einem Bruder aufgewachsen bin, glaube ich schon so 1, 2 vielleicht. Kandidat 2, möchtest du Kinder? Nee, ich hasse Kinder. Ja. Was war der mit der guten Stimme? Ich habe schon wieder vergessen. Oh, ich dachte, das ist gerade ironisch gewesen an meinem Spiel. Ah. Achso, ja. Meinst du es real? Ja, ja. Oh, fuck. Ja, okay, aber ey, muss man auch ganz klar sagen, valid. Find ich gut, dass man da ehrlich ist und, also, ne, ich check das komplett. Und dann lieber das, also, das muss man am Anfang klären, finde ich. Ja, das safe. Ist, wenn man so hingeht und valid. 2 Jahre in der Beziehung ist, auf einmal merkt, der Partner will gar keine Kinder, überschreiten. Kinder ist auch das Einzige, was man, da kann man nicht drüber genau, diskutieren. Genau, das ist einfach das. Aber hassen? Wollen, check ich. Ich checke das vollumfänglicher Natur. Ich habe Praktikum gemacht in einem Kindergarten. Bro, ich verstehe das. Das manche nicht und ich checke das so. Kandidat okay. Nummer 3. Also ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, dass ich Kinder hasse. Hm. Ich glaube aber, ich sehe mich nicht als Mensch, der selber Kinder haben möchte. Ich glaube, ich wäre eher der Typ, der dann irgendwie mit einem Partner dann 2 Katzen adoptiert oder so. Auch stark. Hm. Und du? Möchtest du Kinder? Ich will auf jeden Fall Kinder. Ja, dann bleibt ja nur noch Nummer 1 über. Das ist so ein boring Outcome. Geil. Okay, du kannst noch eine Frage stellen. Noch eine Frage? Warte. Achso, Handyscreen-Time. Wie hoch eure Handyscreen-Time ist? Ob ihr das kurz nachgucken wollt. Okay, Kandidat Nummer 1. Wie hoch will ich nicht. Ist deine Handyscreen-Time? Ich habe 5 Stunden. 5 Stunden? Gerade so. Nein, Spaß. Kandidat 2? Leute, die sagen, die hassen Kinder, wollen nur cool rüberkommen. Ja, oder unique oder so. Oder denken, die haben damit einen Punkt. Aber ich verstehe das. Also ich finde Kinder most likely auch kacke. Ich habe mehr, aber es sind nur knapp unter 3. Also ich glaube, ich bin der mit der wenigsten. Hey, das ist echt wenig, oder? Ich glaube, er ist hella fresh, Bro. Ja. Ich finde schon relativ wenig. Ich hätte auch gesagt, das ist mehr, aber naja. Hast du irgendjemanden, den du rauswerfen müsstest? Das Ding ist, eigentlich bleibt ja nur noch 1 übrig, weil er der Einzige ist, der sich Kinder vorstellen kann. Aber ich hatte ja schon mal ein Date mit 1 und konnte es mir nicht vorstellen. Deswegen ist es halt so. Deswegen einfach für den Plot gehen. Ich will 1 raus, weil wir schon mal was hatten. Und wir gucken dann über den anderen beiden noch. Okay. Stark. Wir gehen für den Plot. Okay, dann Kandidat Nummer 1. Tschüss mit dir 1. Jetzt hervorkommen. So, jetzt kicken wir mal nach. Oh, Alter, Ben, Alter. Oh. Na, Junge, da war ein Dit. Hey, was geht, alles gut. Da hast du nichts verpasst bei Mikey. Find's was Besseres. Ja, ist halt wirklich, ja. Ja. Ach, Mann, ey. Wo ist das passiert? War das im Club oder? Nee, es war bei mir zu Hause. Ja, wir hatten nicht so richtig. Nein, wir hatten nicht so richtig Spaß. Also wirklich so. Kuscheln und chillen. Und du würdest aber gerne mehr, oder wie? Nee, ich glaube auch da, weiß ich nicht, ob es matchen würde. So, jetzt kannst du. Guck, müsste man ja ausfinden. Deswegen war er doch hier. Ja?
Bro, du hast ihn nur gekorbt und das ist so ungerechtfertigt, weil er ist eigentlich voll dein Typ. Okay, aber, hä, Leute? Sophie, kannst du Jakob auf meiner Seite sein? Was zum Fick? Ja. Ich würde schon matchen. Naja, aber danke, dass du da warst. Ja, danke. Hey, ciao. Nee, das würde nicht matchen, Bro. Ja, Finale. Wen findest du am besten bis jetzt? Hast du irgendeinen Favoriten? Ja, Nummer zwei auf jeden Fall. Das sind nur noch zwei Leute. Ja, von den beiden. So. Ich glaube, ich finde eins jetzt in dem Fall am besten, einfach nur wegen der Stimme, den Animes. Mm. Das ist der größte Minuspunkt. Nein, ich finde Nummer zwei hella fresh, Bro. Geile Haare, geiler Mantel, geile Schuhe, geilet alles. Ist halt das mit den Kindern. Mhm. Wie alt warst du nochmal? Ich bin 24. Das ist ja auch nicht so 21. Ich sag mal vorsichtig Frau, wa? Mhm. Ne? Denk nochmal drüber nach, mäßig, sondern ist halt so 24 und ich hasse Kinder, ist eine kranke eine krasse Aussage. Ja, finde ich auch, stimmt schon. Ich finde es verständlich halt einfach. Kinder kann man irgendwo auch bedingt und partial nur hassen. Ich bin fest davon überzeugt, dass unsere Eltern uns im Kindesalter auch ein Stück weit Kacke fanden. Vielleicht nicht hassen, das geht dann nicht mehr. Wenn es das eigene Kind ist, kann man hassen irgendwann nicht mehr sagen. Also vor allem, wenn es irgendwelche fremden random Kinder sind, Bro. Diese eklige, verschnodderte Nase und dieses alles anlecken und überall hin. Das kann man ja auch irgendwie ergründen, wo es liegt oder was es ist. Ja, da müsste man, glaube ich, umstimmen auf gar keinen Fall. Nicht, aber so intensiv drüber reden und es zu verstehen. Aber es ist halt schwierig mit langfristig. Aber was ich jetzt neulich... Ein guter neuer Mike-Tipp. Anekdoten mit... Das war ein Spaß. Nein, ja, nicht Anekdoten, Mike. Aber im Moment leben und nicht denken, dass es jetzt was für immer ist, sondern wenn es jetzt gerade matcht, wenn es jetzt gerade matcht und ein Ding ist, was jetzt gerade funktioniert, einfach machen. Und dann guckt man ja, weil man hat so einen richtig kranken Druck, wenn man immer sagt, boah, mit dir bin ich jetzt für immer zusammen. Ja. Wir können es seit 10 Minuten, aber mit dir, Bruder. Hey, gerne. Mike, würdest du sagen, du warst auf einer spirituellen Reise? Boah, Bali hat mich verändert. Das war ein TikTok, was ich gesehen habe. Ja, okay, nee, check ich aber. Ist schon cool. Ja. Vor allem, ja. Und es ist so, wenn es jetzt für die nächsten 5 Jahre was ist, dann ist es für die nächsten 5 Jahre. Mhm. Ich habe nur diese kranke Angst, dass ich irgendwann so mit 32 als alter Gay alleine bin. Und niemand mehr in meinem Leben. Ich glaube, das 32 als alt. Aber wenn dann alle geheilt sind, wa? Und Mike ist der Einzige, der sich der Spritze hinterzieht, ne? Dann ist die Krankheit vorbei und das ist ja quasi so wie das letzte richtige Einhorn. Das ist quasi der letzte richtige Schwule. Das passt ja auch. Einhörner haben das ja auch, diese Regenbogenkacke da. Aber in dieser schwulen Welt. Dann hast du einen richtigen Scheiß. Digga. Nee, Bro, da würde ich nicht so rangehen. Ja, hoffentlich gibt es eine Impfung mal bald gegen. Das ist krass. Aber das Ding ist, ich habe ja von meinem 15. bis zu meinem 19. Lebensjahr konnte ich das ja nicht so ausleben. Und die Jahre fehlen mir ja schon. Das heißt, erst ab dem 19. Bro, ich will dich nicht unterbrechen, aber es ist kein Podcast. Okay. Aber du kannst ja auch einfach jemanden raussuchen, mit dem du einfach so Spaß hast. Oder Freundschaft plusmäßig. Ja, oder mal gucken, was bisschen, ist einfach genau. So safe. Bei rauswählen. Okay. Ohne eine Frage zu stellen. War ein Spaß. Safe. Okay, alles klar. Nein. Ja. Deine Entscheidung ist schon gut. Okay, ja. Kandidat Nummer 2, du kannst jetzt hervorkommen. Hallo. Oh nein. Hallo. Auch fresh. Hey, die Ohrringe sind geil. Aus. Hallo. Hi. Er sieht ein bisschen aus, als würde er rohes Fleisch essen. Checkt ihr, wie ich meine? Hi. Ich habe bei keinem jetzt den Namen gefragt, ne? Nee, also, als das ist schon frech. Wie heißt du? Stark. Robin. Es ist Kevin Stark, scheiß auf Mike. Ja, Mann. Tut mir leid. Du siehst auch wie von Twilight oder so. Aber er ist eine süße Maus. Also er ist, die Haare passen zum Fit. Er checkt, wie er sich anziehen muss. Checkt ihr? Okay. War das ein Kompliment? Ja. Das ist crazy. Okay, dann danke. Nee, sieht echt gut aus. Damn, was denkst du von Mikey? Ihr kenntet euch nicht, ne? Du kannst mich auch roasten, nein, ich kenne. Oh ja, mach mal bitte. Nee, ja. Roasted. No joke. Roasted wirklich. Roasted wichtig. Das wäre geil. Für mich persönlich wäre, glaube ich, dein Outfit sehr basic. Ist es. Aber ist halt nicht so mein Vibe einfach. Super basic. Aber ich finde deine Tattoos zum Beispiel sehr cool. Ja. Stark. Eine richtige. Aber selbst wenn die so einen roasten, dann ist das immer irgendwie, es endet immer auf einer süßen Mausenote. Lebensentscheidung. Ah, hey, Mikey, die sieht toll aus. Egal. Nein, ist doch wichtig. Ich will, dass mich mal jemand roastet. Ist gut. Oh, wow. Kommt, danke, dass du da bist. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Du wolltest geroastet werden. Ja, weil er hat recht. Wir roasten die ganze Zeit und ich habe nicht einmal irgendwas abbekommen. Ja, stimmt. Der nächste kann dich mal roasten. Ja. Oh, Digga, ich bin genau Wingman. Was? Der Finalist muss Kevin roasten. Also der gewonnen hat. Ja, dann kannst du jetzt hervorkommen. Oh! Moin. Hi. Hey. Alter. Oh, das sieht krass aus. Hey. Wie weit hat der Schminke im Auge? Hallo. Hi. Ach, das war so eine Folge. Augenbrauen, Cut geil und das Make-up ist halt geil. Dankeschön. Das ist halt wirklich dope, aber... Ja. Jetzt musst du Kevin roasten. Er ist wirklich dope. Komm. Ja, also die Jacke finde ich gar nicht nice. Also die Farbe irgendwie, muss ich sagen. Crazy Roast. So. Crazy Roast. Der Bart?
Mann, Bruder, ich darf mich gerade nicht die lassen. Mütze? Ja, komm, scheiße. Ja, das passt nicht alles zusammen. Kevin sieht halt aus wie so ein Schneebär. Mann, ich bin gefühlt vor 10 Minuten aufgestanden, hab einfach die ersten Sachen gegriffen, die da waren. Na ja, komm. Egal. Egal. Ey, aber er ist so ein bisschen dein Typ, aber so getwistet, weißt ja, du? Ja, er ist so ein bisschen so out of my comfort zone. Ja, ah. Aber trotzdem irgendwie noch ein bisschen dein Typ. Ja. Er war halt auf jeden Fall in der schweren Schießerei, würde ich jetzt einfach mal vermuten. Was denkst du? Achso, roast mich auch, wenn du mich roasten möchtest. Kannst nein. Ah, aber du bist schon ein Cutie, kann ich nicht sagen. Oh! Was soll ich sagen? Okay, okay. die haben Dinge Sex. Die sind sehr nice, muss ich sagen. Ja, die sind wirklich langjährig erkämpft. Wow. Wow. Dann dürft ihr jetzt in den Look Sonnenuntergang. You, we are connected. Los. Ihr dürft in den Sonnenuntergang laufen. Oh no. Digga, ey, wow. Mein, gut, wir haben es ja wieder geschafft, wa? Ja, Mann. Crazy. Große Liebe. Eigentlich cute. Ja, for real. Ja, stimmt. Mal gucken. Nice. Ich bin sehr gespannt. Das ist eine schöne, schmeidemausige Folge.